Es gab eine Rückmeldung beim letzten Mal, die lautete: Was sind denn nun die Freunde in der Krise? Könnten Sie das bitte nochmal präzise ausführen oder aufzählen? Ich bedanke mich sehr für diese Rückmeldung. Sie hat mir natürlich nochmal gezeigt, was generell immer ein bisschen ein Problem ist. Man nennt das auch den Fluch des Wissens. Das heißt, dass wenn man selber etwas weiß und für einen selber etwas klar ist, man sich fast nicht mehr vorstellen kann, dass das für andere nicht klar ist. Und deshalb dachte ich mir, ja, gut, dass nochmal dieses Feedback kam. Stimmt, ich hätte es nochmal explizit formulieren sollen. Das tue ich heute, sehr gerne sogar. Ich bitte um Geduld, weil es eigentlich an den Schluss gut passt. Und deshalb wird es zum Schluss gemacht, weil das auch eine gute Überleitung ist zu unserem vierten Teil. Jede Krise ist eine Chance, wenn Unternehmer gut vorbereitet sind. Ich habe Ihnen hier mal ein Zitat von Henry Ford mitgebracht, der wohl gesagt haben soll: Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ich habe ihnen ein Auto gegeben, das sich jeder leisten konnte. Das zeigt eigentlich hervorragend, was eine der Aufgaben ist für Unternehmer, nämlich über das Übliche hinauszudenken, die Kunden und Menschen besser zu kennen und ihre Bedürfnisse als die sich selbst, aber auch einen sauberen Unterschied zu machen zwischen Best Practice und Next Practice. Dazu komme ich auf jeden Fall jetzt zu sprechen. Insgesamt habe ich Ihnen 12 Punkte mitgebracht. Das Thema ist geeignet, statt anderthalb Stunden mindestens anderthalb Tage, gut auch anderthalb Wochen auszufüllen. Ich habe mich also hier auf das konzentriert, wo ich denke, okay, wenn man darüber nachdenkt oder in diese Richtung denkt, dann hat man schon einen ganz guten Hebel in der Hand, der das ganze Unternehmen in die richtige Richtung steuert. Zuerst, Krise ist immer eine Aufforderung, Bilanz zu ziehen und Stabilität zu schaffen. Das heißt, sich möglichst schnell und gerne auch im Team zu fragen, was hat bisher gut funktioniert und warum. Deshalb ist eine kontinuierliche Erfolgsauswertung einer der besten Krisenpräventionen, weil darauf können Sie dann auch zurückgreifen. Wenn ich weiß, was gut funktioniert und vor allem warum, dann habe ich bereits einen guten Fundus, mit dem ich arbeiten kann. Das heißt, ich weiß, worauf ich mich nach aller Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft stützen kann, beziehungsweise bei der Bewältigung der Krise stützen kann. Sie müssen unbedingt die Erfolgsfaktoren in Ihrem Unternehmen identifizieren. Versuchen Sie präventiv eine Kultur zu installieren, wo regelmäßig im Team Erfolge ausgewertet werden. Das ist auch einer der hervorragendsten Beiträge zum internen Wissensmanagement. Das ist ja Bildung, das ist ja Erkenntnis. Und natürlich auch zu fragen, was waren und sind Themen oder Bereiche, die bisher nicht so gut gelaufen sind. Und dann ist die Frage wichtig: Sind diese Themen und Bereiche wichtig für die Zukunft, für den zukünftigen Erfolg? Sehen Sie, wenn ich in ein Unternehmen komme, werde ich mit sehr vielen Problemen konfrontiert. Deshalb ruft man mich ja. Und ich höre mir die alle sehr aufmerksam an und überdenke sie auch. Aber meine erste Aufgabe ist, eine Ordnung zu schaffen, dahingehend, welche Probleme sind wirklich essentiell, also haben eine hohe negative Hebelwirkung. Und welche Probleme sind eher lapidar? Wobei ich sogar sagen kann, es gibt Probleme, die würde man vermissen, wenn man sie nicht mehr hat. Also hier auch eine Hierarchie aufzustellen, eine Ordnung. Es muss nicht alles perfekt sein. Ja, also für mich als Ökonom und ich glaube für alle Ökonomen lautet das Motto: nie so gut wie möglich, immer nur so gut wie nötig. Das ist mit Sicherheit einer der Konfliktpunkte oder Streitpunkte zwischen Ökonomen und Kreativen.
Die Kreative möchte es natürlich immer so gut wie möglich. Und dann kommen die Ökonomen und sagen, nee, nur so gut wie nötig für die Erreichung des Ziels, weil alles darüber hinaus kostet Geld und bringt keins. Das heißt, seien Sie da etwas entspannt und erwarten Sie nicht, und gerade in einer Krise, erwarten Sie nicht, dass hier die Anforderung besteht, alle Probleme zu lösen. Es ist nicht schlimm, wenn es Themen und Bereiche gibt, die so eher olala laufen. Wichtig ist, dass Sie ein klares Gespür haben und eine klare Entscheidung treffen, an welchen Themen müssen wir arbeiten. Also hier ist Fokus und Konzentration ganz wichtig. Es gibt so ein russisches Sprichwort, das besagt, wenn du zwei Hasen auf einmal jagst, gehen dir alle beide durch die Lappen. Und das ist genau der Punkt. Sie müssen sich konzentrieren können. Und das ist der erste Punkt, zu schauen, was sind unsere Erfolgsfaktoren? Und am allerbesten auch zu sagen, was ist der alles entscheidende Erfolgsfaktor für mein Unternehmen? Das heißt, womit werde ich am Markt assoziiert? In Bezug auf mein Unternehmen, in Bezug auf mein Angebot, in Bezug auf meinen Service. Ich würde Ihnen gerne, um das zu verdeutlichen, ein kleines Erlebnis mitteilen, das ist schnell erzählt. Ich hatte eine Klientin im Bereich Metall-Elektro, die ein Unternehmen besessen hat mit ungefähr 50, 55 Mitarbeitern, zumeist Männer. Und sie hat mich angesprochen, weil sie sagt, Frau Färber, ich habe eine zu hohe Fluktuation und vor allem bei meinen Meistern. Und die nehmen dann immer welche mit. Ich muss was machen. Was kann ich tun? So, das kann ich so aus der Luft heraus auch nicht sagen. Also habe ich sie gebeten, dass ich mit ihren Leuten Interviews machen darf. Jetzt habe ich natürlich nicht mit über 50 Leuten Interviews geführt. Es reicht, wenn ich da mit 8, 9 Leuten spreche. Dann weiß ich auch, was ungefähr los ist. Das haben wir gemacht und das habe ich gemacht. Und unter anderem haben sich die Mitarbeiter und auch der Meister darüber beschwert, dass offensichtlich die Unternehmerin, die Inhaberin angeblich nicht gut führt, weil immer wieder zwischen den Aufträgen 1, 2 Tage überbrückt werden müssen, weil dieses Material fehlt. Und sie haben das als ein Zeichen schlechten Managements interpretiert. Das klang erstmal sehr logisch, aber ich dachte, ich höre mir erstmal die Chefin an, was sie dazu sagt. Dazu kam es gar nicht, weil ich in der Zwischenzeit eine E-Mail von ihr bekommen habe. Frau Färber, der Meister hat gekündigt. Ich habe sofort eine Stellenausschreibung rausgegeben und ich werde in der nächsten Woche mit 2 Bewerbern Bewerbungsgespräche führen. Ich habe Ihnen mal in der E-Mail als Anhang meine Fragen aufgelistet, die ich da stellen möchte. Können Sie mal drauf schauen, ob das so in Ordnung ist. Ich habe mir die Fragen angeguckt, die waren lehrbuchhaft und deshalb aus meiner Sicht auch nur schwach zu gebrauchen. Ich habe sie angerufen, ich sage, können wir das ganz anders machen, kann ich vorbeikommen? Ich habe eine andere Idee. Sagt sie, ja, kommen Sie vorbei. Die wohnt auch nicht, oder das Unternehmen ist nicht allzu weit weg, also 3/4 Stunde Autofahrt von mir. Ich hatte an dem Tag frei, ich habe mich ins Auto gesetzt, bin zu ihr hin und habe sie gefragt, was ist der alles entscheidende Erfolgsfaktor Ihres Unternehmens? Sie haben viel Wettbewerber, warum gibt es sie immer noch? Was ist der entscheidende Erfolgsfaktor? Das hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert. Ich musste wirklich meine Coaching-Künste voll einsetzen, um ihr dabei zu helfen, das in einem Satz zu formulieren. Am Ende kam raus Improvisation, unsere Fähigkeit zur Improvisation. Das heißt, sie ist sozusagen das kleine Schnellboot in ihrer Branche gewesen zwischen großen Dampfern mit riesen Stückzahlen auch. Und sie hat immer Spezialanfertigungen gemacht, fast auf Zuruf. Das heißt, sie musste improvisieren. Ich sage so, und jetzt wissen Sie, dann hat sie mir als erstes gesagt, wo das klar war, Frau Färber, jetzt fällt mir auch ein, ich habe meine Meister nach falschen Kriterien eingesetzt. Der letzte, der kam von der Armee, ich dachte, der kann gut führen. Ich sage, das kann er mit Sicherheit. Aber ich habe nicht darauf geachtet, ob er Freude an der Improvisation hat. Ich sage, und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt haben Sie auch die Antwort auf Ihre Frage, wie Sie die Bewerbungsgespräche führen werden. Stellen Sie sich mit den Bewerbern vor einen Flipchart. Skizzieren Sie kurz am Flipchart eine Situation, die maximale Improvisation verlangt. Und dann fragen Sie ihn,
wie er diese Situation managen würde. Und gucken Sie bitte in sein Gesicht. Da muss Freude sein. Der muss Freude an der Improvisation haben. Ansonsten wird das nichts. Und wenn die beiden Kandidaten nicht geeignet sind, dann machen Sie als nächstes ein Inserat. Improvisationstalent mit Meisterbrief gesucht oder Meister mit Improvisationstalent. Das heißt, jetzt können Sie auch ganz gezielt nach der Eigenschaft suchen, die der alles entscheidende Erfolgsfaktor ist. Und Ihren Mitarbeitern erklären Sie demnächst mal auf einer Mitarbeiterversammlung, warum das ab und zu mal ein, zwei Tage überbrücken müssen, weil es Material fehlt, eine logische Konsequenz des entscheidenden Erfolgsfaktors ist. Also das ist etwas, was Ihrem Unternehmen eine Zielrichtung gibt, einen Fokus und Ihnen auch sehr viel Sicherheit in der Entscheidung und Klarheit. Was ist, war und ist der alles entscheidende Erfolgsfaktor? Ich habe Ihnen hier mal etwas mitgebracht. Das ist Jeff Bezos. Er hat in den 90er Jahren Amazon gegründet. Ich habe mir ein Interview mal im Internet angehört mit ihm. In den USA liebt man das, herausragend erfolgreiche Menschen zu Talkshows einzuladen und dann zu fragen, oh, wie haben Sie es denn gemacht? Was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis? Und die erzählen das auch. Ne? Also das sind immer sehr, sehr interessante, auch menschlich sehr schöne Gespräche. Und er hat etwas gesagt, das ist mir seither nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil das so präzise ist. Und er hat gesagt, bevor er auf den Markt gegangen ist, hat er für Amazon sozusagen drei Charakteristika, drei Zielrichtungen, drei Erfolgsfaktoren definiert. Fast Delivery, Good Price, Vast Supply. Großes Angebot, gute Preise und schnelle Auslieferung. Und damit wird dieses Unternehmen nach wie vor geführt. Das sind die drei Erfolgsfaktoren für Amazon. Jeder in dieses ist im Moment eine Welt, es ist inzwischen ein Weltkonzern, aber jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter kann seine Ideen daraufhin überprüfen, wie sie sich auf diese drei Punkte auswirken. Das heißt, diese Erfolgsfaktorendefinition ist ein herausragender Ordnungsfaktor und auch ein wunderbarer Kompass in Krisenzeiten. Die Frage ist, was ist Ihr Erfolgsfaktor oder was sind Ihre Erfolgsfaktoren? Zweitens, es wird sicherlich nicht überraschen, wenn ich sage, Krisenmanagement bedeutet auch, Veränderungen zu installieren und durchzuführen. Zu dem Thema Veränderung hätte ich viel zu sagen. Aus meiner Sicht gibt es da eine Reihe von Irrtümern. Erstens ist die Veränderung kein Wert an sich, sondern sie muss Sinn machen. Zweitens darf man nie vergessen, die größte wertschöpfende Leistung wird in einem stabilen Umfeld erbracht. Das heißt, nichts ist so effizient in der Wertschöpfung wie Stabilität und Routine. Jede Veränderung ist immer eine Störung von Stabilität und wird zu einem Erfolg, wenn sie nur vorübergehend ist. Also, bleiben Sie ruhig, gucken Sie, ja, ich habe letztens noch mal daraufhin angespielt, wie wichtig Vergangenheit ist. Und Ihre Stabilität ist das Ergebnis der Vergangenheit. Und das hat sich auch stückchenweise bewährt. Das ist ein gutes Fundament. Kommen Sie nicht auf die Idee, jetzt nach dem Motto, neue Besen kehren gut, das ganze Unternehmen umzukrempeln und das noch in der Krise. Es sei denn, es ist existenziell lebenswichtig. Aber das muss genau abgefragt werden und überlegt werden. Und auch da brauchen Sie für die Veränderung stabilisierende Faktoren. Das heißt, das Krisenmanagement ist ein Managen von Leistung im Spannungsfeld von Stabilität und Veränderung. Veränderung, und das ist wichtig, ist erst gelungen, wenn die Veränderung die neue Routine ist. Das heißt, Sie müssen als Führungskraft diese Veränderungen begleiten. Das heißt, zuallererst mal schauen, was sind die zielführenden Routinen, was sind die überlebten Routinen. Die zielführenden werden optimiert, also die vorhandenen zielführenden Routinen werden optimiert und die überlebten werden durch neue Routinen ersetzt. Nehmen Sie sich für diese Analyse Zeit. Das, was Sie da an Energie und ich sage jetzt mal wirklich Gehirnschmalz und Sorgfalt investieren,
ist das Kapital, von dem Sie im Nachgang profitieren. Das ist das Fundament, diese Ordnung. Es gibt also generell im Unternehmen, aber natürlich auch in der Krise, aber das ist ein durchgehendes Thema, zwei Ziele. Einerseits Stabilität und zum anderen Veränderung. Und diese zwei Ziele definieren auch zwei Führungsrollen. Sie definieren den Manager und den Unternehmer. Da gibt es einen Unterschied. Der Manager interessiert sich für Best Practice, das Vorhandene zu optimieren. Und der Unternehmer interessiert sich für Next Practice. Was meine ich damit? Ich gehe mal in den Leistungssport, Hochsprung. Da hat man angefangen mit Hocksprung, Schersprung. Als ich in der Schule war, haben wir im Sportunterricht noch Schersprung gemacht, auch in den internationalen Wettkämpfen wurde noch der sogenannte Schersprung benutzt. Und da haben die Trainer darauf geachtet, dass die Techniken immer verfeinerter werden. Da wurde also trainiert, da wurde Best Practice trainiert. Aber irgendwann war diese Technik so ausgereizt, dass es keinerlei Erhöhung oder Steigerung der Sprunghöhe mehr geben konnte. Also ging man über zu Next Practice, das heißt zu einer völlig neuen Technik. Der Rollsprung, der Flopsprung, der Waldsprung, der Straddle. Das meine ich damit, zu schauen, was ist Best Practice, das optimiere ich und wo muss ich Next Practice machen. Ein anderes Beispiel aus der Technologie ist zum Beispiel Nokia und Apple, iPhone. Nokia hat sich zu lange auf Best Practice konzentriert, speziell auf die Verbilligung seiner Produkte. Und das war durchaus ein Erfolgsfaktor, dass Nokia seinerzeit zu dem größten Anbieter von Mobilfunkgeräten gemacht hat. Und dann kam Amazon mit Next Practice. Und das hat Nokia verschlafen und wurde innerhalb kürzester Zeit komplett vom Markt gedrängt von einem Gerät, das Zigfache an Preis aufweist und hat trotzdem den Markt erobert, weil es Next Practice war. Das heißt, schauen Sie sich an, was für ein Unternehmen habe ich denn? Muss ich immer vorne dran sein? Bin ich ein primär innovatives Unternehmen oder bin ich ein konservatives? Es gibt auch Unternehmen, deren Erfolgsfaktor konservativ sein bedeutet. Also eines meiner Lieblingsbeispiele, ich bin ja gebürtige Dessauerin, da gibt es die Konditorei. Ich will jetzt keine Werbung machen, darum sage ich den Namen nicht. Aber es ist fast nicht zu übersehen in Dessau. Die gibt es seit den 50er Jahren. Die sind konservativ in ihrem Angebot. Da kann ich heute noch die Kuchen kaufen, die mir meine Mutter als Kind gekauft hat. Und das ist ein Erfolgskonzept. Natürlich bieten die auch immer wieder noch was anderes an, aber das Grundsortiment ist da. Und als die vor ein paar Jahren das Interieur gewechselt haben, da gab es durchaus von den Stammkunden nicht unbedingt Beifall. Wir wollten, dass alles so bleibt, wie es ist, ne? Konservativ. Hinter den Kulissen hat sich definitiv sehr viel geändert. Da hat sich der Eigentümer verändert. Da waren große Veränderungen. Das haben wir aber als Kunden nicht gemerkt, glücklicherweise. Das heißt, die neue Führung, die neuen Besitzer waren klug genug, konservativ zu bleiben. Das ist eine Frage. Also Veränderung ist kein Wert an sich. Wie viel Veränderung, wie viel Stabilität, wie viel Best Practice, wie viel Next Practice, wie viel Manager, wie viel Unternehmer? Das ist die Frage, die man sich anschauen muss. Und wenn ich das zu meiner Kultur gemacht habe, naja, dann habe ich das auch in der Krisenzeit zur Verfügung. Und das kann durchaus auch die Wirkung haben, dass ich von der Krise im Außen gar nicht mehr so viel mitkriege. Ich greife in meine Tasche und hole sozusagen die Erfolgskonzepte raus. Nochmal, Management heißt, die Dinge richtig zu tun, so gut, wie sie maximal möglich sind. Und Führung bedeutet, darüber zu entscheiden, was sind die richtigen Dinge, die getan werden müssen. Ist eine Krise die Zeit für Best Practice oder Next Practice? Die Aufgaben der Führung bleiben die gleiche. Planen, steuern, kontrollieren. Jedes einzelne Feld kann ein Feld für Optimierung, Best Practice oder Innovation sein, Next Practice. Also Organisation der Arbeitsabläufe, des Mitarbeitereinsatzes, planen, ja. Steuern, Personalentwicklung, Entscheidung treffen, Anweisung, Koordination, Weitergabe von Informationen, Budgetierungen oder kontrollieren,
Eine sehr ungeliebte Arbeitsaufgabe, aber die muss sein. Einhaltung von Vorgaben und Anweisungen, Feedback einholen, Feedback geben und so weiter. Jeder einzelne Bereich kann durchaus ein Bereich für Innovation sein. Das heißt, es geht nicht immer darum, die besten Produkte zu haben. Es kann durchaus sein, dass Sie sagen, mein Produkt behalte ich, aber ich werde intern effizienter oder ich habe ein besseres Marketing, was auch immer. Das heißt, die Frage ist, wo ändere ich etwas, wo bleibt alles wie gehabt? Umfeld, Technik, Technologie, Produkt, Angebot, Haltungen, Arbeitsabläufe, Routinen. Ich ändere meine Rolle im Unternehmen, ich ändere mein Team. Ja? Also in Krisenzeiten sollten Sie sich möglichst keine faulen Äpfel im Team leisten, weil die alles nach unten reißen. Ich kann ja noch mal verweisen auf die Aufzeichnungen der Vorträge im letzten Jahr zum Thema Fachkräftesicherung. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit Ihres Unternehmens hat auch etwas mit der Größe des Unternehmens zu tun. Das heißt, ein kleines und mittleres Unternehmen verhält sich anders und muss auch etwas anders gesteuert werden als ein großes Unternehmen. Und hier würde ich gerne auf ein Problem hinweisen, das aus meiner Sicht absolut unterschätzt wird, auch von der Wissenschaft, auch von den großen Beraterunternehmen, von allgemein der Szenerie. Und das ist das, was ich multifunktionale Überlastung in kleinen und mittleren Unternehmen nenne. Was bedeutet das? Was meine ich damit? In einem kleinen Unternehmen kann der Inhaber es sich nicht leisten, die ganze Palette an Führungsaufgaben, die ich kurz umrissen habe, aufzuteilen an Experten, das heißt, einzelne Abteilungen zu installieren. Eine Abteilung für Marketing und Verkauf, eine Abteilung für Personal, eine Abteilung für Finanzen und Controlling, eine Abteilung für Arbeitsorganisation und so weiter. Sondern dafür ist einfach nicht das Geld da. Ein kleines Unternehmen wirft nicht so viel ab, dass man die Führungsaufgaben derart aufteilen kann und an Spezialisten übergeben. Das heißt, hier muss der Inhaber sozusagen diese Funktionen, diese Führungsaufgaben in einer Person, meistens also er selbst, bewältigen. Das ist eine multifunktionale Belastung. Dazu kommt, dass er für diese multifunktionale Belastung noch nicht mal 8 Stunden Zeit hat, weil er eine Doppelbelastung bewältigen muss. Er ist nämlich als Inhaber in der Funktion, sein Team zu führen und gleichzeitig, weil er in der Regel auch der führende Wissensträger ist im Unternehmen, muss er auch im Team mitarbeiten. Das heißt, er arbeitet am Team und er arbeitet im Team. Und das zusammen bewirkt eine multifunktionale Überlastung. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, weshalb auch die Kinder von Unternehmern im kleinen und mittleren Bereich nicht so sehr geneigt sind, den Betrieb zu übernehmen, weil sie von Anfang an in ihrer ganzen Kindheit und Jugendzeit erlebt haben, wie ihre Eltern unter dieser multifunktionalen Überlastung leiden. Und das wollen sie nicht für sich, da sehen sie keinen Sinn drin. Aber das muss kein Leiden sein, das kann man bewältigen. Ich habe Ihnen, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich 15 Jahre an einem mittelständischen Institut gearbeitet habe. Dort habe ich Pilotprojekte im Auftrag von Ministerien und der EU umgesetzt und bin eigentlich in diesen Pilotprojekten auf dieses Thema gestoßen worden, weil ich ja viel mit Unternehmen in diesen Projekten zusammengearbeitet habe. Und ich hatte dann wirklich international recherchiert, wo man sich in der westlichen Welt mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wo es Lösungsangebote gibt und war überrascht, dass es keine gibt. Ich habe zumindest keine gefunden, bis heute nicht. Und wenn Sie den Begriff multifunktionale Überlastung bei Google eingeben, dann erscheint tatsächlich mein Buch. Das heißt, ich habe mich dann nach 15 Jahren mal hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt schreibe ich mal zusammen, was ich in den 50er Jahren zu diesem Thema als Lösungsmöglichkeiten erarbeitet habe. Und bringe sozusagen das Thema in die Öffentlichkeit in der Hoffnung, dass es aufgegriffen wird und weiterentwickelt. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich mit diesem Bild der Weisheit letzten Schluss bieten kann. Aber wie gesagt, es ist ein Anfang, um zu schauen, wie kann man denn mit dieser multifunktionalen Überlastung umgehen. Das ist das eine.
Ein großes Unternehmen wird ganz anders geführt. Hier ist der umgekehrte Prozess. Das heißt, da wird in einer hohen Arbeitsteiligkeit, also je größer das Unternehmen ist, je arbeitsteiliger werden Führungsaufgaben gegliedert und aufgeteilt. Das heißt, hier entsteht für die Führung, also die oberste Geschäftsführung, eine hohe Komplexität, die gemanagt werden muss. Das heißt, die muss man definieren, gestalten, moderieren, kontrollieren. Hier muss also viel Macht und Verantwortung delegiert werden. Ich muss hier also Mut haben zum Vertrauen und auch zum Ertragen von partiellem Kontrollverlust und übrigens auch Informationsverlust. Der Vorteil der multifunktionalen Überlastung für die Unternehmer ist, die wissen immer Bescheid. Da gibt es ja keine großen Informationskanäle oder Wege. Ne? Sie sind ja im Zentrum von allem, sie sind ja ständig an der Front bei jeder Aufgabe. Je größer das Unternehmen ist, je mehr muss eine Geschäftsführung damit leben, dass sie partiell Kontrollverlust hat, aber eben auch mit dem Thema Informationsverlust kämpfen muss. Das heißt, hier habe ich andere Herausforderungen. Ich muss Entscheidungsprozesse moderieren und auch Entscheidungen kommunizieren an die, die sie ausführen. Ich bin ja in der Ausführung nicht mehr involviert. Ich muss auch Rahmenbedingungen schaffen für kreative Prozesse, die sogenannte Schwarmintelligenz installieren. Eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich brauche dafür ein großes menschliches Geschick. Ich habe in den großen Unternehmen eine hohe Vielfalt an Geschichten, an Erfahrungen und an Persönlichkeiten. Das wird gnadenlos unterschätzt. Sehr, sehr viele Konflikte hängen damit zusammen, dass man sich nicht klar macht, was für eine hohe Vielfalt an persönlichen Geschichten, an persönlichen individuellen Erfahrungen und überhaupt an Persönlichkeiten in diesen Unternehmen agiert. Und wie kann ich das in eine Richtung ausrichten? Und natürlich habe ich dann auch schon eventuell internationale Märkte zu bedienen, weil ich eben groß bin. Das heißt, hier muss ich mit interkultureller Diversität umgehen. Also Sie merken schon, dass die Führung eines kleinen Unternehmens andere Herausforderungen an die Geschäftsführung stellt, neben den üblichen, als das Führen eines großen Unternehmens. Das heißt, überlegen Sie sich, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, ob Sie wirklich wachsen wollen. Und wenn Sie die Entscheidung treffen, ich will wachsen, dann seien Sie sich dessen bewusst, dass das die Anforderungen an Ihre Führungstätigkeit komplett verändert. Das ist dann auch ein Next Practice in der Führungskultur. Also, wie groß will ich sein? Will ich die Krise bewältigen, indem ich sie überwachse? Oder ist es auch eine Option, mich zu verkleinern? Das ist ja freie Entscheidung. Das muss nicht zwingend eine schlechte Entscheidung sein. Vereinfache ich Arbeitsabläufe und Kommunikationsprozesse in der Krise durch Verkleinerung? Oder erweitere ich und kompliziere ich die Arbeitsabläufe und Kommunikationsprozesse durch Wachstum? Erhöhe ich also die Komplexität der Arbeitsabläufe und auch der Kommunikationsprozesse? Das wird auch unterschätzt. In einem kleinen Unternehmen ist Kommunikation nicht halb so anstrengend und aufwendig wie in großen Unternehmen. Noch einen Hinweis an die Zuhörer, die im mittleren Management sind. Sie sind in der sogenannten Sandwich-Position. Und da ist die Frage zu stellen, zu wem gehöre ich überhaupt? Gehöre ich zur Unternehmensführung oder gehöre ich zum Team? Tatsache ist, Sie arbeiten zwar fast den ganzen Tag mit Ihrem Team, Sie gehören aber nicht zum Team. Sie sind die Führung des Teams. Da ist also die Rolle sauber zu definieren. Und ich bin zwar Teil der Unternehmensführung, aber ich führe das Unternehmen nicht, ich manage es. Meine Kernaufgabe ist Management, Best Practice. Wenn Sie eine gute Idee haben, eine strategische Idee, dann werden Sie die selbstverständlich äußern. Das wäre ja von großem Nachteil, wenn Sie es nicht täten. Aber Ihre Kernaufgabe ist Best Practice. Fassen wir es bis hierher zusammen. Erfolg ist ein Gemeinschaftswerk. Und jetzt kommt, dass von einem einsamen Piloten im Cockpit gestaltet wird, der genau weiß, wohin er will und warum. Das heißt, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ne, diese existenzielle Isolation, diese generell lebensphilosophische Herausforderung ist für Führungskräfte, gerade für Geschäftsführungen,
von großer Bedeutung. So, und jetzt ist eine Krise. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen als Passagier in einem Flugzeug in 10.000 Meter Höhe. Und aus dem Cockpit kommt über den Funk vom Piloten folgende Ansage. Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe die Information bekommen, dass ein großes Unwetter auf uns zukommt. Ich weiß im Moment gerade nicht, was ich machen soll. Ich würde sagen, das lösen wir gemeinsam. Ich schalte mal gerade auf Autopilot und komme mal raus und wir diskutieren das. Vielleicht haben Sie ja eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass das von den Passagieren und dem Team als eine gute Ansage empfunden wird. Da wird wahrscheinlich Todesangst entstehen. Sondern da wollen Sie im Cockpit einen Piloten, der sagt, sehr verehrte Damen und Herren, ich habe die Information, dass gerade ein Unwetter auf uns zukommt. Ist kein Problem, wir haben hier alles unter Kontrolle. Sie stellen bitte Essen und Trinken sofort ein, schnallen sich an, stellen den Rücksitz gerade. Die Stewardessen kommen durch und kontrollieren das, dass sie das auch machen. Und solange ich Ihnen nicht sage, dass es vorbei ist und Sie sich wieder abschnallen können, bleiben Sie exakt in der Position und warten weitere Anweisungen ab. Dann fühlen Sie sich gut. Dann haben Sie das Gefühl, ja, Unwetter, gefährliche Situation, aber der Pilot im Cockpit hat alles unter Kontrolle. Und das ist Ihre Rolle als Geschäftsführung in einer Krise. Sie können sich gerne mit allen insofern beraten, dass Sie Ideen sammeln. Nelson Mandela soll mal gefragt worden sein, woran erkennt man einen guten Führer? Der hat geantwortet, das ist der zum Schluss spricht. Das heißt, er hört sich erst mal an, macht sich Gedanken und spricht zum Schluss. Ich habe ja in der DDR studiert, da hatten wir auch das Fach Unternehmensführung und da haben wir ein Prinzip gelernt, wo ich immer noch drüber schmunzle, aber was ich gar nicht so schlecht finde, und zwar das Prinzip der kollektiven Beratung bei Einzelentscheidung. So dumm ist das gar nicht. Das ist im Prinzip tatsächlich der Faktor, der gerade in krisenhaften Situationen ein Erfolgsfaktor ist. Das heißt, Sie müssen wissen, wie professionelle Arbeitsbeziehungen gestaltet werden, woran sie bestehen. Sie müssen wissen, wie man professionelle Kundenbeziehungen aufbaut und pflegt. Sie müssen professionelle Kommunikation installieren. Sie müssen eine Effizienz durch gut reflektierte Haltungen und Verhaltensautomatismen gestalten können. Und da kommt das Nächste, Sie müssen den passenden Führungsstil definieren oder passende Führungsstile. Zu dem Thema Führungsstil möchte ich gerne etwas sagen, weil auch dazu aus meiner Sicht sehr viel Irrtum den Unternehmern zugemutet wird und sie verwirrt. Universitätsprofessoren und auch Berater, also alle, die im Unternehmen mit Unternehmensentwicklung und Beratung zu tun haben, haben über die Jahre sehr fleißig gearbeitet und haben viele verschiedene Führungsstile benannt und definiert. Den autoritären, den kooperativ-demokratischen, laissez-faire, bürokratisch, konsultativer, delegativer. Ich könnte hier weitermachen. Das scheint alle paar Jahre, scheint sich die Liste zu verlängern. Und wenn ich mir das durchlese, ist es interessant. Ja, ich kann dagegen nichts sagen. Das Problem ist nur, dass wir uns angewöhnt haben, diese Führungsstile, ich sage jetzt mal fast schon moralisch zu bewerten. Also kooperativ, demokratisch ist gut, autoritär ist ganz schlecht. Patriarchalisch ist noch schlechter. Sondern delegativ, konsultativ, vernetzt, das ist gut. Bürokratisch ist auch nicht so gut. Und das ist ein Irrtum. Die Frage ist nämlich, welcher Führungsstil passt zum Unternehmen oder zur jeweiligen Aufgabe? Wenn man sich die ganzen Führungsstile anschaut, dann ist die rote Linie, die sie alle verbindet, eine Antwort auf folgende Frage. Wie viel Macht und Kontrolle gebe ich ab? Wie viel behalte ich? Wie viel Verantwortung gebe ich ab? Wie viel behalte ich? Wie viel Vertrauen riskiere ich? Wie viel Kontrolle muss sein? Das heißt, alle diese Führungsstile pendeln in unterschiedlichem Ausmaß zwischen diesen Polen. Meine Erfahrung ist, dass es nicht nach persönlichem Geschmack geht, sondern danach,
was die Persönlichkeit Ihres Unternehmens ist. Die definiert den Führungsstil. Also ich sagte ja, ich war in einem Institut, da haben wir wissenschaftlich gearbeitet. Wir waren, ich weiß nicht, hat sich immer ein bisschen geändert, aber mal 50, mal 60 Wissenschaftler. Wir hatten unsere eigenen Projekte, für die waren wir verantwortlich. Wir waren verantwortlich dafür, Ergebnisse zu liefern. Unsere Geschäftsführung konnte uns da wenig vorgeben. Wir hatten natürlich formale Rahmenbedingungen, die einzuhalten waren, aber das Ergebnis war offen. Ein solches Unternehmen kannst du nur mit weitestgehend laissez-faire führen. Das heißt, unabhängig davon, was die Geschäftsführungen persönlich oder die Geschäftsführer persönlich für einen Führungsstil bevorzugt hätten, sie mussten sich disziplinieren und mussten damit leben, dass sie eben oftmals nicht wissen, wo ihre Leute sich gerade befinden und was sie tun. Das heißt, sie mussten vertrauen. Das haben sie auch machen können. Also ich habe wenig Fälle erlebt, wo sie sich da korrigieren mussten und entlassen mussten. Im Großen und Ganzen haben sie bereits im Personalgespräch ein sehr gutes Augenmerk darauf gelegt, ob das Mitarbeiter sind, denen man vertrauen kann und denen man viel Macht und Kontrolle abgeben kann. Wenn Sie aber zum Beispiel ein Altenpflegeunternehmen haben mit unfassbar vielen Anordnungen, gesetzlichen Vorgaben, medizinischen Vorgaben, Bedürfnissen der Menschen dort, der Bewohner eines Altenpflegeheims zum Beispiel, da können Sie Ihren Mitarbeitern nicht sagen, ach, weißt du was, mach, was du für richtig hältst. Ja? Und du kannst auch kreativ werden, probier doch mal andere Medikamente aus. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier ist also ein dirigierender, kontrollierender Führung, ein autoritärer Führungsstil, der richtige, der angemessen. Und wenn Ihr Haus brennt und Sie rufen bei der Feuerwehr an, dann wollen Sie definitiv nicht die Antwort vom Feuerwehrhauptmann, naja, wir werden den Einsatz mal jetzt im Kollektiv beraten und dann entscheiden wir mal, was wir tun. Da wollen Sie, dass das zack, zack, zack geht, autoritär. In beiden Beispielen, ob das der Pilot im Cockpit ist oder der Feuerwehreinsatz, ich könnte auch hier noch Chirurg nennen, mein einer Cousin ist Unfallchirurg, da gibt es auch keine Demokratie. Und da werden aber beim Piloten, bei Chirurgen, bei Feuerwehreinsätzen und so weiter, also überall, wo es um Leben und Tod geht, werden die Abläufe geübt. So viel geübt, dass es bei den Beteiligten Routinen werden, Körperroutinen. Das heißt, die müssen in den Prozessen gar nicht mehr nachdenken. Der Körper verhält sich automatisch richtig. Das sind eingespielte Teams auch. Ich würde mir manchmal wünschen, wir würden Unternehmen genauso installieren, wie wir eine Crew auf dem Schiff oder beim Feuerwehreinsatz oder im Flugzeug konditionieren und trainieren. Machen wir nicht, weil es auch nicht wirklich sein muss, weil es tatsächlich im Unternehmen selten um Leben und Tod geht. Das heißt, wir haben da viel mehr Spielräume. Wenn ich sage, Persönlichkeit eines Unternehmens entscheidet über den Führungsstil, dann mag das etwas merkwürdig klingen, weil das Wort Persönlichkeit eigentlich auf uns Menschen zutrifft. Ich habe Ihnen hier mal eine Definition von einem der Väter der Psychologie, Carl Gustav Jung, mitgebracht zu dem Thema, der sagt, Entwicklung der Persönlichkeit aber heißt Treue zum eigenen Gesetz. In dem Maße, als man dem eigenen Gesetz untreu, nicht zur Persönlichkeit wird, hat man den Sinn seines Lebens verpasst. Ein sehr schöner Satz, den kann man auf ein Unternehmen übertragen. Ja? Ihr Unternehmen folgt eigenen Gesetzen. Und die zu erkennen und zu pflegen, heißt, den richtigen Führungsstil zu definieren. Wenn Sie das nicht alleine können, gucken Sie ins Internet, gucken Sie, ob es da Vorträge gibt oder holen Sie sich einen Coach. Das ist einer der eigentlich klassischen Aufgaben an einen Coach, Ihnen bei dieser Definition zur Seite zu stehen. Aber wichtig ist, dass Sie sich nicht verrückt machen lassen von, oh, ich muss jetzt unbedingt kooperieren, ich darf keinesfalls autoritär sein. Doch, doch. Das hat nichts mit Moral zu tun. Das Knigge, die Gesetze der Höflichkeit und des Anstandes in jeder Sekunde wirken und auch richtig sind und gesetzt sein müssen, das ist eigentlich selbstverständlich. Aber man kann auch eine Anweisung, auch eine autoritäre Anweisung auf eine höfliche Weise
muss man sogar aussprechen und sie wirkt, aber ist trotzdem autoritär. In diesem Zusammenhang, wenn ich schon von Persönlichkeitsgesetzen spreche, würde ich Ihnen gerne noch kurz etwas vorstellen, was eigentlich aus, so wie ich es mitgekriegt habe, aus dem Bereich Verkaufspsychologie kommt, Psychologie insgesamt, aber hervorragend nutzbar ist für Unternehmensführung. Und zwar folgen wir Menschen ganz individuell sogenannten Metakonzepten unseres Verhaltens und unserer Entscheidung. Ich habe Ihnen hier mal 6 Metakonzepte mitgebracht. Ich erkläre es Ihnen kurz und dann erläutere ich Ihnen, warum das ein schönes Raster ist, um nochmal auf das Unternehmen, auf sich selbst und auf die Mitarbeiter zu schauen. Was ist ein Metakonzept? Und zwar die Orientierung. Es gibt Menschen, die sind weg von orientiert. Ja, also vor allem sehr sicherheitsorientierte Menschen, die sind orientiert davon, dahingehend sozusagen sich von Risiken und unguten Ereignissen sozusagen sich davor zu schützen. Das heißt, die wollen weg vom Risiko. Deutschland ist eine Kultur, die im internationalen Vergleich durchaus als eine weg von Risiko, also eine sehr sicherheitsorientierte Kultur definiert werden kann. Es gibt nur wenige Länder, die genauso viele Versicherungen pro Kopf abgeschlossen haben, wie das in Deutschland üblich ist. Also für Versicherungen ist Deutschland ein Paradies, weil wir sehr stark davon geprägt sind, weg von. Auch wenn Sie mal schauen, die Technik und Technologie, wir nehmen uns unfassbar viel Zeit, die Prozesse vorwegzunehmen und zu schauen, was kann hier schieflaufen, ja, und dann weg von diesem Risiko. Vielleicht haben wir auch deshalb so viel Bürokratie, weil wir eine Weg-von-Orientierung sehr stark leben. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch hinzu sind, aber zum Beispiel ein Steve Jobs war ein Hinzu. Metakonzept. Ne? Dem waren die Probleme nicht egal, aber da ging es nicht um weg von Risiken und der hatte einen Traum. Hin zu diesem Traum war er orientiert. Dann gibt es zum Beispiel das Metakonzept der sogenannten Aktionsfilter. Ich orientiere mich durch Prozesse oder ich möchte Optionen abwägen. Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von einer Leiterin für der Personalabteilung und die schrieb mir in der E-Mail, Frau Färber, wir haben Ihren Vortrag angehört und wir würden gerne bezüglich unserer Führungskräfte mit Ihnen zusammenarbeiten. Und dann schrieb sie, wie gehen Sie denn da vor? Und damit hat sie mir gesagt, dass ihr Metakonzept ist, ich orientiere mich durch Prozesse. Und natürlich habe ich ihr dann auch exakt diese Frage beantwortet. Erstens, wir machen das, wir sprechen, zweitens das, drittens das, viert. Also ich habe den Prozess wirklich in kleine Module nochmal fast schon franchisiert und habe das genau erläutert, weil die wollte wissen, wie ist der Prozess der Zusammenarbeit. Sie hat mich nicht gefragt, welche Themen ich mache, welche Optionen hätte man. Ja, sie hat mir ganz genau gesagt, ihr Metakonzept ist, ich orientiere mich durch Prozesse. Dann gibt es zum Beispiel das Metakonzept, wie ich meine Aufmerksamkeit aufteile, also in welche Stückgröße. Gehe ich mehr in Richtung Details oder gehe ich mehr in Richtung Überblick? Ich habe eine sehr nette Freundin, die ist Metakonzept Detail. Wenn die in ihrem Haus was umbauen will, bringt die jeden Handwerker zum Wahnsinn, weil sie so detailverliebt ist, dass sie unentwegt über das noch sprechen möchte. Dann hat sie noch eine andere Idee. Das sind teure Aufträge, die gibt Geld aus. Also es ist attraktiv. Aber ich habe wirklich schon erlebt, dass wegen dieser Detailbesessenheit Handwerker das Handtuch geworfen haben. Ja? Andere Menschen sagen, pass auf, hier sind die Rahmenbedingungen, das ist mein Budget, das muss bei rauskommen, die Details interessieren mich nicht. Das heißt, das sind Überblicksmenschen. Das eine ist nicht schlecht und das andere ist nicht gut. Man muss nur wissen, ja, für die konkreten Menschen funktioniert das ja. Man muss aber wissen, mit wem habe ich es zu tun? Und das Interessante ist, welches Metakonzept passt zu welchem Arbeitsplatz? Dann gibt es zum Beispiel die Antriebsreferenzen als Metakonzept. Es gibt Menschen, die haben einen intern referierten Antrieb. Das heißt, die entscheiden sich aus sich selbst heraus. Ich entscheide aus mir selbst heraus. Wenn solche Leute Kunden sind und der Verkäufer sagt denen, naja, das wird aber sehr viel gekauft von anderen Kunden, da sagt der intern Referierte, was habe ich damit zu tun? Ja? Dann gibt es Menschen,
die sind extern referiert. Das heißt, die schauen, was andere tun. Die Online-Händler, die zum Beispiel, das ist auch bei Amazon, das, ich glaube, das ist sogar von Amazon erfunden, ich bin mir aber nicht sicher, wenn Sie da was bestellen, dann kommt automatisch, wer das gekauft hat, hat auch das und das gekauft. Das ist eine deutliche Ansprache an extern referierte Metakonzepte. Und es scheint so zu sein, dass das die Mehrheit ist in der Bevölkerung. Dann gibt es das Metakonzept des Matchens oder Mismatchens, das heißt des Vergleichs. Es gibt Menschen, die möchten tatsächlich matchen. Das heißt, die möchten sich einordnen in das, was alle tun. Die möchten vor allem Teil der Gemeinschaft sein. Das kann im schlimmsten Fall so weit gehen, dass die ihre eigene Natur und ihre eigenen Interessen hinten anstellen, nur um Teil der Gemeinschaft zu sein. Die wollen matchen. Als Führungskraft ist das extrem ungeeignet. Führungskräfte müssen in ihrem Metakonzept Mismatcher sein. Das heißt, sie müssen sagen, ich habe ein Ziel. Ich bin sozusagen Interessenvertreter meines Unternehmens. Das ist meine oberste Aufgabe, dieses Schiff, dieses Flugzeug durch alle Wetter zu navigieren. Und da ich derjenige bin, der weiß, wie das geht, mache ich Ansagen, setze ich Ideen um. Und da muss ich auch mal riskieren, dass das im Team nicht auf Beifall stößt. Wenn ich als Matcher, also wenn ich als Führungskraft Matcher bin, dann schwäche ich mich in Gedanken, weil ich diesen Preis nicht bezahlen will. Ich bin nämlich Matcher. Bin ich ein Mismatcher, sage ich, natürlich habe ich Harmonie, Freundschaft und Friede auch gerne, aber es ist auch für mich in Ordnung, mal allein auf weiter Flur zu stehen. Ja, denken wir an Martin Luther. Ich stehe hier und kann nicht anders. Das ist ein klassischer Mismatcher. Aber diese Leute sind Führungspersönlichkeiten. Es ist leider nicht so, dass wir Führungspositionen auch nach diesen Metakonzepten besetzen. Es macht auch sehr viel Spaß, mal Arbeitsplatzbeschreibungen im Hinblick auf Metakonzepte vorzunehmen. Und dann natürlich das Thema primäre Interessen. Ja? Sind wir mehr an Menschen, Orten, Aktivitäten, Informationen, Dingen interessiert? Machen Sie sich mal den Spaß und fragen Sie Ihre Freunde, wie war es im Urlaub? Und dann hören Sie mal genau hin, was die Ihnen erzählen. Die sagen Ihnen, was Ihr Metakonzept diesbezüglich ist. Erzählen die Ihnen, oh, wir haben tolle Leute dort kennengelernt und haben da auch Freundschaften geschlossen, werden uns auch treffen. Menscheninteresse. Oder erzählen die, oh, wir haben so viele Städte besucht und uns angeguckt, wir sind die ganze Zeit drum und her gefahren. Orte. Aktivitäten, ach, wir haben Paragliding gemacht und weiß ich nicht, Skifahren, keine Ahnung, also Aktivitäten. Informationen, das sind die, die Studienreisen machen. Die wollen vor allem etwas lernen im Urlaub. Oder Dinge, Shoppingtour, oh, ich bin nach New York zum Shoppen gefahren. Ja? Die Menschen sagen ihnen generell, was ihre Metakonzepte sind, weil das drückt sich aus in ihren Sprachmustern, in ihrer Art, wie sie verbal reagieren. Und wenn sie das im Kopf haben, dann können sie darauf achten. Das nennt man aktives Zuhören im Sinne eines Hinhörens. Ich weiß, was man mir sagt und was wichtig ist für mich. Also als Führungskraft sollten Sie ein intern referierter Mismatcher sein, der eine Hinzu-Orientierung hat. Und möglichst, je größer das Unternehmen ist, das Sie führen, auch ein Überblicksmetakonzept. Ansonsten werden Sie irre. Also ich wollte Ihnen dieses Thema der Metakonzepte wirklich mal vorstellen, weil Erfolg stellt sich auch ein durch eine passgenaue Stellenbesetzung. Ja, wenn ich sage, Erfolg ist ein Gemeinschaftswerk, das von einem einsamen Piloten im Cockpit gestaltet wird, der genau weiß, wohin er will und warum, ist das die Grundordnung. Und jetzt muss er gucken, was die idealen Stellenbesetzungen sind. Fachwissen kann ich nachjustieren. Metakonzepte lassen sich nicht so einfach verändern. Die sind Teil der Persönlichkeit der Menschen. Und die haben sich bewährt. Ja? Führungskräfte sollten also idealerweise intern referierte Mismatcher sein. Die Mitarbeiter, die intern referierte Mismatcher sind, können zu bestimmten Anforderungen hervorragend passen, sind aber eine anspruchsvolle Herausforderung an die Qualität der Personalführung.
also so eine Horde von eigenbrötlerischen Wissenschaftlern zu führen, war eine durchaus anspruchsvolle Herausforderung an unsere Geschäftsführer im Institut. Aber das kann passen, je nachdem. Ich habe mal die Gründer von Q-Cells interviewt, das war 2004, 2005. Da ging es um eine Trendqualifikationsforschung im Auftrag des Bundesbildungsministeriums und da haben wir Trendsetter interviewt mit der Frage, was sind die Anforderungen an ihre Mitarbeiter? Und da haben die mir ganz klar gesagt, wir brauchen Mitarbeiter, die risikobereit sind und Eigenbrötler, weil wir jeden Tag vor Aufgaben stehen, die noch keiner beantwortet hat, auch wir als Führungskräfte nicht. Das heißt, die haben einfach Teams installiert, die als Team über die nötigen Skills, also das Fachwissen verfügte. Und ansonsten mussten die sozusagen miteinander umgehen. Die durften aber keine Matcher sein. Die mussten Mismatcher sein, weil die etwas Neues hervorbringen mussten. So ein Team zu führen ist eine Anforderung. Macht Spaß, aber man muss wissen, ja, wie man da sind die Anforderungen an ihre psychologischen und ihre kommunikativen Fähigkeiten ganz besonders hoch. Mitarbeiter, die extern referierte Matcher sind, können genauso gut, sehr gut zu bestimmten Arbeitsanforderungen passen. Aber die haben wiederum ein hohes Bedürfnis nach klaren Regeln, Berechenbarkeit und Vorgaben. Wenn sie die im Laissez-faire mit großer Eigenverantwortung führen, da wird's Probleme geben, und zwar massive Probleme. Da sind wir bei dem Thema Beziehung versus Sachaufgaben. Ich habe Ihnen hier mal ein Modell mitgebracht, um das ein kleines bisschen zu illustrieren, was Ihre Aufgabe im Bereich Personalführung ist, Mitarbeiterführung. Wenn Menschen in der Arbeit zusammenkommen, dann geht es immer um Beziehungsgestaltung, um interne Beziehungsgestaltung. Es geht immer um die Frage, wie laufen hier die Beziehungen ab im Unternehmen? Ganz einfach, weil Beziehung für uns Menschen ein evolutionäres Erfolgsmodell ist. Wir sind als Spezies so erfolgreich und haben uns den ganzen Globus, den ganzen Erdball, egal unter welchen Bedingungen, zunutze gemacht, weil wir, ich sage es jetzt mal, in Horden, in Gruppen vorkommen. Ja? Das Ausstoßen aus einer Gemeinschaft war historisch gesehen bis vor 5 Minuten ein sicheres Todesurteil für den Einzelnen. Also Beziehung ist enorm wichtig, das ist in unserer DNA drin. Das heißt, wenn ein Mensch den ersten Tag in ein Unternehmen kommt, wird er einen Riesenteil seiner Aufmerksamkeit der Frage widmen, wie muss ich mich hier verhalten, um akzeptiert zu werden? Was sind die Spielregeln des sozialen Miteinanders? Wie ist hier die interne Beziehungsgestaltung? Und je klarer und besser das geregelt ist, je schneller kann er seine Aufmerksamkeit nach rechts sozusagen verschieben in Richtung Energie für Arbeitsaufgaben. Der rechte Bereich dieses Schaubildes ist der Bereich der internen Effizienz. Das ist eigentlich das Ziel der internen Beziehungsgestaltung. Beziehungsgestaltung kann nicht ignoriert werden, aber die muss so gut ablaufen, dass der Einzelne nicht mehr sehr viel Energie dafür ausgeben muss, weil da soziale Routinen sind, die angenehm sind. Ich werde oft gerufen ins Unternehmen, weil in diesem grünen Dreieck, was Sie hier sehen, Rambazamba ist. Und dann erzählen mir die Leute, die da Rambazamba machen, dass die Arbeit so anstrengend ist. Nee, die Arbeit ist nicht so anstrengend. Du hast nur zu wenig Energie da zur Verfügung, weil du deine Energie für Rambazamba auf der Beziehungsebene verballerst. Und da ist meine Aufgabe zu gucken, wie kriegt man da wieder Ordnung rein. Also dieser rechte Bereich, ich muss also gucken, Beziehung ist wichtig, ist evolutionär wichtig, aber das muss ich so gut gestalten, dass das kaum noch Aufmerksamkeit braucht, weil es einfach harmonisch abläuft. Das ist das Kunststück. Deshalb ist Beziehungsgestaltung eine so wichtige Führungsaufgabe. Es ist die Brücke zur Höchstleistung im Bereich der Arbeitsaufgaben. Im Bereich Beziehung, Arbeitsbeziehung, gibt es ebenfalls aus meiner Sicht ziemlich viel Irrtümer, die den Führungskräften zu schaffen machen. Es gibt einen absoluten Unterschied zwischen einer Arbeitsbeziehung und einer privaten Beziehung. Da fängt es an.
In einer privaten Beziehung ist die Beziehung als solche im Vordergrund. Ich gehe private Beziehungen, also Freundschaft, familiäre Beziehung, Liebesbeziehung ein, weil ich ein Beziehungsbedürfnis habe. Ich möchte mich gut fühlen. Das ist ein emotionales Bedürfnis, das ich da bediene. Da werden natürlich auch Sachaufgaben gelöst, um dieser Beziehung einen guten Rahmen zu geben. Aber es geht nicht um Sachaufgaben. Und ganz anders ist es in einer Arbeitsbeziehung. In einer Arbeitsbeziehung ist die Beziehung Mittel zum Zweck. In einer Arbeitsbeziehung finden wir uns zusammen, weil wir in unseren Kompetenzen gut zusammenpassen und deshalb die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir alle zusammen unsere materielle Existenz absichern können. Das heißt, das ist eine Sachbeziehung. Zur Illustration, wenn Ihr Sohn, Ihre Tochter kommt und sagt, Vater, Mutter, hör mal, nach der Schule würde ich gerne ein Jahr durch die Welt touren und mich selbst finden. Finanzierst du mir das? Wenn Sie das Geld auf der Bank haben und selber auch überzeugt sind, dass das Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter gut tut, dann werden Sie ernsthaft darüber nachdenken, diese Frage mit Ja zu beantworten. Wenn ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt und sagt, Chef, Chefin, hör mal, ich muss mal raus, ich möchte mal ein Jahr durch die Welt touren und mich selbst finden. Kannst du mir trotzdem ein monatliches Gehalt überweisen? Auch wenn Ihr Geschäftskonto überquillt vor Geld, diese Frage dürfen Sie keinesfalls mit Ja beantworten. Das sind andere Logiken dahinter. Was ist also das ordnende Element für eine Arbeitsbeziehung? Ganz einfach, ich nenne sie die magischen drei, weil aus meiner Erfahrung, wenn diese drei Säulen gut bedient werden, läuft die Beziehung, die Arbeitsbeziehung, da können Sie viel Fehler und Irrtümer auf anderen Ebenen mit kompensieren. Das erste ist, Sie brauchen klare Regeln für Zugehörigkeit und Entlassung. Es muss von Anfang an klar sein, welches Verhalten erwarten wir und führt dazu, dass du hier bleiben kannst und welches Verhalten führt zur Entlassung. Das muss von Anfang an klar sein, weil dadurch eine Ordnung, eine Berechenbarkeit entsteht und die Mitarbeiter das Gefühl bekommen, dass sie durch ihr Verhalten ihr Schicksal in dem Unternehmen gestalten können. Das heißt, sie haben das Gefühl, ich habe Kontrolle über mein Leben. Das ist ganz wichtig, ein wichtiges Bedürfnis. Dann natürlich Regeln für Gerechtigkeit. Wie definieren wir hier in diesem Unternehmen Gerechtigkeit? Und diese Definition muss kompatibel mit dem Unternehmensziel sein. Tatsächlich definiere ich Gerechtigkeit, also nochmal, die Regeln für Höflichkeit und Anstand sind gesetzt. Darüber reden wir nicht, das ist gesellschaftlicher Konsens. Darüber hinaus ist die Frage zu entscheiden, werden alle nach dem gleichen Prinzip honoriert? Ja oder nein? Gibt es für die einen eine Bezahlung für Anwesenheit und für die anderen eine Bezahlung nach Leistung? Das wird entschieden entsprechend der Funktionsfähigkeit des Unternehmens. Das Unternehmen muss mit diesen Regeln für Gerechtigkeit funktionieren. Aber Sie müssen das kommunizieren, das muss bekannt sein. Und dann natürlich das Thema altbewährter Sinn. Gewöhnen Sie sich an, Entscheidungen auf Ihre Sinnhaftigkeit hin auch zu kommunizieren. Und lassen Sie durchaus auch Ihren Mitarbeitern Raum, Sinnhaftigkeit zu diskutieren. Wenn hinter der Sache ein Sinn steht, der erkennbar ist und der auf Zustimmung trifft, dann haben Sie weniger Widerstand. Also Regeln für Zugehörigkeit, Entlassung und so weiter. Also nochmal, Gerechtigkeitsregeln, das sind Regeln, die aus wirtschaftlicher und unternehmerischer Hinsicht, das heißt im Hinblick auf die Persönlichkeit Ihres Unternehmens sinnvoll sind, und die für alle gelten, inklusive Regeln für Sanktionierung von Verstößen. Eine Anweisung ist wirkungslos, wenn die Anweisung keine Aussage enthält, was passiert, wenn man diese Anweisung nicht umsetzt. Und so ist es auch für Regeln. Regeln brauchen immer auch eine Aussage, was passiert, wenn man gegen diese Regel verstößt. An dieser Stelle würde ich gerne eine Pause für 5 Minuten machen und dann treffen wir uns weiter zum Thema Teamführung. Dankeschön. Die Pause war gut, weil eine sehr schöne Frage gestellt wurde. Und zwar die Frage war, wie groß sehen Sie die Chance für schriftlich festgehaltene Stellenbeschreibungen als Basis zur Regel 1, magische 3? Gibt es etwas Besseres?
Also erst einmal ist es tatsächlich so, dass das Thema Stellenbeschreibung, Arbeitsplatzbeschreibung unterschätzt wird. Es ist einerseits nach meiner Erfahrung nicht sehr beliebt bei Führungskräften, weil es so eine Pitzelarbeit erstmal ist, genauso auch Organigramme aufzustellen. Aber es lohnt sich, diese Arbeit zu machen. Und ja, ich bin sehr dafür, dass in den Stellenbeschreibungen enthalten ist, welches Teamverhalten wir erwarten, was ist wichtig. Und da bin ich gleich bei dem Thema, was ist überhaupt Teamfähigkeit? Wir sind uns sicherlich alle einig, dass Teamfähigkeit eine wichtige Eigenschaft ist für Mitarbeiter, aber auch für Führungskräfte. Wir müssen im Team arbeiten. Und ich habe auch immer erlebt, dass mir in den Einzelinterviews genau das mitgeteilt wurde. Hört man mich jetzt noch? Ja. Ja, okay. Mitgeteilt wurde, wie wichtig Teamfähigkeit ist. Und sehr viel Kritik an Mitarbeitern lautet immer, der oder die ist nicht teamfähig. Wenn ich dann gefragt habe, was genau verstehen Sie denn unter Teamfähigkeit, dann wurde es ein bisschen schwammig. Dann kamen so Sachen wie, ja, hilfsbereit, kollegial, ehrlich. Ja gut, das sind aber alles Bewertungen, keine Beschreibungen. Was ist denn kollegial? Dass ich immer bereit bin, für andere die Arbeit mitzumachen? Jetzt sind wir, muss ich mal zurück, genau. Die Arbeit mitzumachen. Oder was ist ehrlich, dass ich mein ganzes Privatleben ausbreite? Niemand ist 100% ehrlich. Wir haben alle, nicht ohne Grund, das Wort Notlüge entstanden. Wir alle flunkern ein bisschen. Wissenschaftler sagen, jeder Mensch lügt am Tag so und so viel Mal. Also was ist ehrlich? Und das Ding ist eben, wenn Sie in Kategorien der Bewertung kommunizieren, produzieren Sie Missverständnisse. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich sagen würde, ich habe heute früh einen tollen Mann gesehen. Wissen Sie dann, wie der aussah? Ganz bestimmt nicht. Toll ist eine Bewertung, keine Beschreibung. Ich bin sicher, dass Sie beim Zuhören jetzt vielleicht auch ein Bild im Kopf haben von einem tollen Mann, einem Mann, den Sie als toll empfinden würden. Und ich bin mir auch sicher, dass sich die Männer, die wir da jetzt gerade im Kopf haben, nicht sehr ähneln. Das sind unterschiedliche. Und das ist genau der Punkt. Es ist sehr viel wichtiger in Beschreibungen. Also wie groß war er, was hat er an, wie alt war er sportlich, was hat er für Haarfarbe. Dann können wir Stück für Stück unser Bild im Kopf anpassen. Ich habe mich mal mit meinen Kollegen vom Institut hingesetzt, da können wir nicht mal das Thema Teamfähigkeit definieren im Hinblick, welche Haltung und welches Verhalten ist teamfähig. Ich kann ja nur mal ein Beispiel geben, aber das wäre wichtig. Ne? Zum Beispiel ein teamfähiger Mensch weiß, dass das eigene Handeln Folgen hat und übernimmt dafür Verantwortung. Wie oft habe ich in Einzelgesprächen Mitarbeiter vor mir zu sitzen oder Mitarbeiterinnen, die sich schwer bei mir beklagen, wie sehr sie unter dem Klatsch und dem Tratsch im Unternehmen leiden. Und an späterer Stelle kriege ich dann mit, da hat gerade die Oberklatsche vor mir gesessen. Also da ist kein Bewusstsein dafür da, dass wenn ich klatsche und tratsche, ich in dem Moment eine Atmosphäre gestalte, die auf mich zurückwirkt und dass ich dafür die Verantwortung zu übernehmen habe, zum Beispiel. Oder ein teamfähiger Mensch hat Freude am Leistungsprinzip und Wettbewerb. Er teilt Erfahrungen und Wissen mit Kollegen. Er hat die Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, ist er bereit, auf das Problem auch mal aus der Perspektive des anderen zu schauen. Übrigens einer der größten Anforderungen an den Hippocampus, das lernen wir erst. Ne? Als Kind, da ist nichts mit Perspektivwechsel. Ne? Ich will und ich bin das Zentrum meines Lebens. Und mit zunehmender Gehirnentwicklung und auch Erziehung kann dann das Kind diese wichtige Fähigkeit, diese wichtige soziale Fähigkeit lernen, auch aus der Perspektive des anderen auf eine Situation zu schauen. Ein teamfähiger Mensch ist selbstkritisch, aber nicht selbstabwertend. Da gibt es einen feinen, aber sehr schmalen Grad. Ja, zu sagen, oh, wie kann ich das nächste Mal besser machen, ist etwas anderes, als zu sagen, oh Gott, was bin ich für ein Versager. Das ist selbstabwertend. Ist verantwortlich für das Erreichen seiner Ziele und er weiß, dass in jeder Beziehung jeder 50% der Verantwortung hat. Dazu noch ein paar Sätze.
Es wird sehr gerne die Hauptverantwortung für Beziehungsgestaltung und gelingende Kommunikation der Führung zugeschoben. Und die Führung ist auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Das Problem ist nur, sie kann auf gar keinen Fall diese alleinige Verantwortung ausführen, weil sowohl in der Kommunikation als auch in der Beziehungsgestaltung gilt, mit einer Hand kann man nicht klatschen, der andere muss mitmachen. Ich würde das gerne noch vertiefen, das wäre ein eigenes Thema, aber eines muss ich Ihnen sagen, nehmen Sie bitte Ihre Mitarbeiter in die Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation im Unternehmen und für das Gelingen von Arbeitsbeziehungen. Teamfähigkeit heißt auch, bei Konflikt erarbeite ich Win-Win-Lösungen. Wir achten darauf, dass hier keiner als Verlierer aus dem Problem herausgeht und wir sind auch durchaus bereit, Kompromisse einzugehen. Verbindlich, verlässlich, konsequent. Also ich habe das hier mal nur sehr grob gemacht. Ich habe ein Handout, wo ich das vertiefe. Ich will Ihnen nur mal sagen, dass man das präzise definieren kann. Ich habe 12 Punkte auf meinem Handout. Die müssen nicht alle sein. Ich mache es gerne, dass ich mit Teams mich hinsetze und sage, okay, jetzt sucht euch doch mal die zwei wichtigsten aus, die euch am wichtigsten sind an teamfähigem Verhalten. Na, man kann natürlich 2 Ziele leichter erreichen als 12. Das ist auch ein gutes Thema für Personalgespräche. Ja, wo stehen wir denn, was das anbetrifft? Was brauchen wir denn noch, um Teamfähigkeit herzustellen? Das heißt, Teamfähigkeit, wir interagieren so, dass jeder das tut, was für das Unternehmen wichtig ist. Eines muss ich natürlich nochmal betonen. Ob Sie als Führung oder ob Ihre Mitarbeiter oder ob ich, wenn ich ins Unternehmen als Coach oder Trainer komme, wir sind alle drei Gruppen, sind Dienstleister am Unternehmen. Das ist das ordnende Prinzip. Es geht hier nicht um den Einzelnen. Es geht darum, dass jeder Einzelne sich so verhält, dass dieses Unternehmen erfolgreich am Markt agieren kann und egal, was da draußen passiert, dieses Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, von denen wir dann letztendlich alle leben. Wir sind alle Dienstleister am Unternehmen. Und dieses Dienstleisterdenken, im positiven Sinne des Wortes Diener, ja, das ist etwas, was ich als Grundlage für Teamfähigkeit ansehe. Menschen folgen gern einer Führung, die klar sagen kann, was sie will und erwartet. Dass wir das diskutieren, ist eine andere Frage. Jeff Bezos sagte mal, also der Gründer von Amazon, es war immer eines meiner Mantras, Fokus und Einfachheit. Einfachheit kann schwieriger sein als Komplexität. Man muss hart dafür arbeiten, sein Denken zu bereinigen und es einfach zu machen. Das kann ich Ihnen nur als Grundprinzip mitgeben in der Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern. Lassen Sie sich Zeit, bevor Sie kommunikativ reagieren. Lassen Sie sich von nichts und niemand hetzen. Wenn Sie mit einem Problem konfrontiert werden, wo Sie hier und jetzt keine Antwort haben, dann fangen Sie nicht an, irgendwie wild zu reden, sondern sagen Sie, ich weiß das im Moment nicht. Die Frage ist tatsächlich wichtig. Ich brauche 48 Stunden, um darüber nachzudenken. Und dann trainieren Sie sich, mit Ihren Antworten und Erklärungen in einfachen Hauptsätzen zu reden. Das muss treffen. Sie werden persönlich am meisten von dieser Übung profitieren, weil Sie nämlich mehr und mehr das Gefühl bekommen, dass Ihre Führungsarbeit eigentlich leicht ist. Ja, Einfachheit und Klarheit sind ein Dienst am Menschen. Menschen fühlen sich davon angezogen und sagen gern ja. Sehr, sehr oft produzieren Sie Widerstand einfach durch die Verworrenheit Ihrer Aussage. In der Sache wäre man sogar bereit, Ihnen zu folgen. Aber diese Verworrenheit produziert Fluchtreflexe. Ich habe Ihnen hier mal das Zitat von Jeff Bezos verworren dargestellt. Gucken Sie mal an. Ja? Erstens, klare, einfache Schrift, ja, durchgehend, kann man gut lesen. Das, der gleiche Inhalt, nur eine andere Form. Und Sie haben das Gefühl, ich möchte raus, ich will das nicht. Das ist eine Metapher für Kommunikation und das muss aber tatsächlich geübt werden. Ich will nur, dass Sie wissen, dass manchmal Widerstand gar nichts mit Ihrem Anliegen zu tun hat, sondern mit der Form, der Art und Weise, wie die Anweisung präsentiert wird. Nichts, was Sie von Ihren Leuten erwarten, würde die überfordern. Ja, unsere Arbeitswelt ist heutzutage so, dass wir
eigentlich leisten können, was nötig ist, vorausgesetzt wir wollen es. Und das ist der Punkt, die Klarheit unterstützt das Wollen. Neuntens, Veränderung ist in der Krise, weil wenn ich als Unternehmen in die Krise gerate oder auch als Gesellschaft, dann habe ich lange Zeit nötige Veränderungen nicht vorgenommen. Deshalb kommt es zum krisenhaften Prozess. Aber ich muss mich auch in der Krise dann verändern. Und da muss ich ein bisschen wissen, wie funktioniert Veränderung und wie gehe ich mit Widerstand um. Erste Frage, was ermuntert Menschen zur Veränderung und was ermuntert sie dazu, diese Veränderung durchzuhalten? Im Unternehmen würde ich immer sagen Geld, aber sie haben, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht, dass Lohnerhöhungen in ihrer Motivation sehr schnell verpuffen. Das macht Lohnerhöhungen nicht als zu einer unbedeutenden Sache, aber es ist kein dauerhafter Träger von Motivation. Ich habe vor einiger Zeit im Internet ein Interview mit einem amerikanischen Gehirnforscher gehört. Ich ärgere mich, werde weiter recherchieren, dass ich das nicht sofort als Link gespeichert habe. Da hat er ein Experiment erklärt, das ich für absolut bedeutsam für das Thema Mitarbeiterführung und Motivationspflege ansehe. Da haben sind die in Kindergärten gegangen und haben mal geschaut, welche Kinder dort völlig selbstvergessen malen über Stunden. Und diese Kinder haben sie aus den Gruppen rausgenommen, haben eine eigene Gruppe gemacht, haben die weiter malen lassen und haben aber die Ergebnisse, die Bilder honoriert mit Süßigkeiten, Spielzeug, was eben ein Kinderherz höher schlagen lässt. Und das lief über Wochen. Hervorragend. Die Kinder haben gepinselt, die haben gemalt, die waren glücklich, die haben ihre Belohnung bekommen, alles war fein. Und dann haben die Hirnforscher die Belohnung wieder eingestellt. Und der Effekt war, dass alle Kinder aufgehört haben zu malen. Wohlgemerkt, die Kinder, die vor dem Experiment selbstvergessen gemalt haben. Und da haben natürlich die Gehirnforscher diskutiert, was ist denn hier im Gehirn passiert? Und die Hypothese oder die Antwort, die man erstmal gegeben hat, war folgendes. Als die Kinder noch vor dem Experiment gemalt haben, war der Ausstoß an Glückshormonen während des Malens sehr groß. Wurden sozusagen Serotonin ausgeschüttet und andere Glückshormone. Durch die Belohnung wurde der Glückshormonausstoß, der größte Ausstoß, verschoben auf den Moment der Belohnung. Das heißt, der Arbeitsprozess hatte nicht mehr den höchsten Ausstoß an Glückshormonen, sondern die Belohnung. Und ganz offensichtlich ist das nicht motivationsfördernd. Das heißt, die Motivation ist stabil, die während der Leistung einen hohen Serotonin oder insgesamt Glückshormon Ausstoß hat. Ich will das hier gar nicht weiter vertiefen, weil ich denke, das ist eine Entdeckung oder eine Beobachtung, die für Unternehmensführung von großer Bedeutung ist, für Mitarbeiterführung. Was da alles drin steckt, überlege ich selber noch die ganze Zeit, aber Sie können gerne mitdenken. Es erklärt eben, warum die Belohnung, also eine Gehaltserhöhung, keine andauernde Motivationsstütze ist. Was also wesentlich stabiler ist, ist Sinn, Begeisterung für etwas Leidenschaft empfinden und dann, was Menschen zu Veränderungen durchaus motiviert, das ist, wenn die Veränderung Faulheit und Bequemlichkeit unterstützt. Schauen Sie sich mal an, wie viel bahnbrechende Erfindungen die Menschheit gemacht hat aus Gründen der Faulheit und Bequemlichkeit. Die Seilwinde ist erfunden worden, um es sich einfacher zu machen. Das Auto ist erfunden worden, weil wir zu faul zum Laufen sind und so weiter und so fort. Übrigens so eine Sache, das Auto brauchte keinerlei Werbekampagne, um es am Markt zu etablieren. Das hat für sich gesprochen. Auch Amazon ist ein Konzept, das definitiv die Faulheit und Bequemlichkeit stützt. Ich kann auf dem Sofa liegen und mit Tipp, Tipp, Tipp kann ich das ganze Warenangebot der Welt mir angucken, mit nochmal Tipp, 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 kann ich es mir ins Haus bringen lassen. Das ist ein Konzept, das Faulheit und Bequemlichkeit unterstützt. Also das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf und eigentlich auch nicht abwerten sollte. Der Mensch ist von Natur aus Ökonom. Ne?
Ich sage immer, Ökonomie ist die Wissenschaft von der menschlichen Faulheit. Tue weniger, erreiche mehr. Darum geht's. Gute Organisation ist wichtig, also gute Organisation der Veränderung ist wichtig, dass die Menschen im Veränderungsprozess dabei bleiben. Sehr oft verweigern Mitarbeiter Veränderungen, weil sie schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie haben eben schon erfahren, dass Geschäftsführungen mal eine Veränderung angeleiert haben. Die Mitarbeiter haben mitgemacht und dann ist der Geschäftsführung auf halbem Weg aufgefallen, es klappt doch nicht, Kommando zurück. Naja, beim nächsten Mal werden die Mitarbeiter sagen, warten wir erstmal ab. Das heißt, hier geht es auch um Vertrauen in die Veränderungskompetenz, in die Führungskompetenz der Geschäftsführung. Das sind generell Punkte, die wichtig sind, wenn man Veränderungen durchsetzen will. Und natürlich ist Veränderungsmanagement Stabilitätsmanagement. Ich habe Ihnen gesagt, ich muss genau abwägen, wie viel Stabilität habe ich, weil weiterhin muss Wertschöpfung sein. Und in der Veränderung verdiene ich erstmal kein Geld. Die Veränderung kostet erstmal Geld oder zumindest Arbeitszeit und ja, Gehirnschmalz, wenn Sie so wollen. Geld verdiene ich in der Stabilität, in der Routine am allermeisten, ja, Automatisierung. Was ich für diesen Veränderungsprozess definitiv brauche, ist Geduld. Ich definiere Geduld gerne als Gewissheit des guten Ausgangs. Das heißt, ich muss als Führungskraft geduldig sein mit meinen Mitarbeitern. Ich muss die begleiten bis zur neuen Routine. Dann habe ich die Stabilität. Disziplin. Disziplin heißt, ich habe keine Lust, tue es aber dennoch. Eine völlig unterschätzte Persönlichkeitseigenschaft. Wir brauchen Disziplin. Selbst die erfolgreichsten Leute brauchten Disziplin. Karl Lagerfeld ist mal gefragt worden, wie er auf seine Ideen kommt. Oder wenn ich oft darauf warte, dass die Muse mich küsst und ich habe Lust, dann sind Fendi und Chanel pleite. Ja? Ich setze mich hin, ohne nachzudenken, früh nach dem Aufstehen und fange an. Ich weiß, dass 90% meiner Entwürfe für einen Papierkorb sind, aber die 10%, ich setze mich, ja, die Lust, die Ideen kommen beim Arbeiten. Das ist eine Frage der Disziplin. Dann das Thema Widerstand. Das ist wieder erwarten sehr wichtig und natürlich für dieses Thema. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Routinen braucht es. Ja. Eine Veränderung ist erst erfolgreich, wenn sie die neue Routine ist. Und natürlich systemisches Denken. Ein Unternehmen ist ein Geflecht von Zusammenhängen und Abhängigkeiten. Es ist ein bisschen wie so ein Mobile. Wenn ich da an einer Stelle antippe, wackelt es ganz woanders. Das heißt, wenn Sie Veränderungen vorhaben, durchdenken Sie bitte diese Veränderungen ihrer Wirkung auch darauf hin, wer ist noch alles betroffen? Denn Widerstand kann aus einer ganz überraschenden Stelle kommen, weil sich da eine Veränderung auf eine Weise auswirkt, an der Arbeitsstelle, dass ich vorher das nicht im Blick hatte. Also versuchen Sie wirklich im System zu denken. Auch das muss gelernt werden, das kann man alles auch unterstützen. Zum Thema Widerstand möchte ich gerne etwas sagen. Meine Überschrift ist kein Widerstand, den Widerstand. Der Widerstand ist kein Problem, der ist wichtig. Ich habe Ihnen ja mal aus der Physik einen Satz mitgebracht, der 1:1 auf ein Unternehmen übertragbar ist. Da steht, der Widerstand führt somit dazu, dass die elektrischen Schaltkreise sanft laufen, indem der Fluss des elektrischen Stromes eingeschränkt wird und ist somit eine essentielle Komponente in jedem elektrischen Schaltkreis. Ich kann exakt das Gleiche sagen. Der Widerstand in einem Unternehmen führt somit dazu, dass die Prozesse sanft laufen, indem der Fluss der Veränderung eingeschränkt wird und damit ist der Widerstand eine essentielle Komponente in unserem System des Unternehmens der Arbeitsabläufe. Sie würden in kein Haus gehen, wo im elektrischen System keine Widerstände eingebaut sind. Es gibt einen hohen Nutzen von Widerstand für das Funktionieren der Organisation. Das ist immer ein Hinweis. Und im Übrigen, der Widerstand ist kein Problem, weil er nicht zwingend von Dauer ist. Und da sind wir beim zweiten, auch wieder aus der Physik. Die Physik unterscheidet Widerstände in zwei Typen. Feste Widerstände und variable bzw. veränderbare Widerstände. Und das ist im Sozialen ganz genauso. Es gibt feste Widerstände, die treten auf, wenn Ihre Maßnahmen gegen die Werte Ihrer Mitarbeiter sind, gegen also eine Verletzung darstellen. Deshalb würde ich es immer schön finden, wenn Sie irgendwann mal
da habe ich auch also ein Handout ausgewertet, weil wenn man jetzt sagt, was sind denn deine drei führenden Werte, so aus der Kalte heraus, weiß man das nicht. Und weil das aber so ein wichtiges Thema ist, haben wir damals auch noch mit meinen Kollegen so ein Handout erarbeitet, wo man Stück für Stück seine eigenen drei führenden oder vier führenden Werte erarbeiten kann. Das hat eine große Wirkung. Also man sollte schon ungefähr wissen, welche Werte schwirren hier im Unternehmen rum. Es werden oft auch Veranstaltungen gemacht, wo ein externer Fachmann kommt, der sozusagen die Werte des Unternehmens definiert. Das tut keinem weh, außer dass es teuer ist, aber es nützt auch nichts. Weil wenn das, was da definiert wird, nichts mit den Werten der Mitarbeiter zu tun hat, hat es keine führende Wirkung. Es wirkt sich nicht aus. Ja, da gibt es keine Resonanz. Aber umgekehrt zu wissen, welche Werte treiben meine Leute um, das ist eine ganz wichtige Sache, weil diese Werte sind Hebel. Und wenn ich die verletze, habe ich Widerstand. Oder wenn ich etwas gegen natürliche Lebensinstinkte tue. Ich hatte so einen Fall, Pflegeunternehmen war unterbesetzt und musste eine Nachtschicht mit einem Pfleger allein besetzen. Das heißt, der war zuständig für, ich glaube, 50, 60 alte Menschen. Das ist natürlich ein Hammer, aber was willst du machen? So, und jetzt kriegt der mitten in der Nacht aus dem Krankenhaus einen Anruf, dass seine Frau zusammengekippt ist, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Und er hat drei kleine Kinder und er wusste nicht, was mit denen gerade passiert. Das hat man nämlich dann nicht gesagt. Der ist wie von der Tarantel gestochen, aufgesprungen, aus dem Pflegeheim gerannt, ins Auto rein und nach Hause. Das darf natürlich nicht sein. Und der hat deswegen eine Abmahnung bekommen. Die ist in der Sache gerechtfertigt, auf jeden Fall. Aber ich habe der Geschäftsführung gesagt, ich sage Ihnen eins, die Abmahnung wird nicht dafür sorgen, dass der sich beim nächsten Mal anders verhält. Sie haben keine Chance, gegen väterliche Instinkte anzukämpfen. Das können Sie vergessen, mit all Ihren Vorschriften. Sie müssen mit diesen Instinkten kooperieren. Was machen wir damit, damit sowas nicht nochmal passiert? Die Abmahnung ist kein Schutz davor, sondern wir setzen uns jetzt hin und werten das nützlich aus und sagen, passt mal auf, dein Wunsch war, so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass deine drei Kinder versorgt werden. Ist es wirklich die beste Art, da einfach in Panik rauszurennen, vielleicht auf der Treppe zu stolpern, wir wissen nichts, wenn du da mit gebrochenem Fuß da sitzt oder auf dem Weg dahin noch in der Rage, in der Panik einen Unfall baust. Wir wissen von nichts, das hilft deinen Kindern nicht weiter. Wir machen jetzt Folgendes. Jeder soll bitte mal nachdenken, ob bei ihm zu Hause so eine Situation eintreten kann und wer dann angerufen werden kann, der sofort und damit auch viel schneller den Kindern, dem Hund, was auch immer, zur Hilfe kommt. Und da hinterlegt ihr den Schlüssel und bei uns hinterlegt ihr die Telefonnummer. Dass wenn ihr ja irgendwo auf dem Weg nach Hause stolpert, wir einschreiten können. Und dann könnt ihr uns auch erst informieren, bevor ihr das Haus verlasst und wir können reagieren. Und das haben die gemacht. Und interessanterweise hat das ganze Team diese Maßnahme als sehr warmherzige, fürsorgliche Maßnahme empfunden. Und die haben jetzt echt so einen Plan der ersten Hilfe. Und ehrlich gesagt, das nützt diesem Unternehmen enorm. Also gegen natürliche Lebensinstinkte kommen sie nicht an. Evolutionäre Überlebensprogramme, innere Lebensausrichtung, Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. Wenn sie das attackieren, produzieren sie ziemlich unveränderlichen, stabilen Widerstand. Aber es gibt auch variable, veränderbare Widerstände und die erkennen sie an der Sprache, wie der Widerstand kommunikativ ausgedrückt wird. Wenn jemand sagt, eigentlich, normalerweise, üblicherweise, in der Regel, typischerweise, wir haben beschlossen, wir dachten, oh, das Berühmte, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir immer so gemacht. Das sind klare Hinweise, bleib ruhig, es handelt sich hier um einen veränderbaren, variablen Widerstand. Niemand würde sagen, ich bin normalerweise verheiratet. Also vielleicht gibt es wirklich Situationen, wo man das sagt, aber die kommen dann hoffentlich nicht im Unternehmen vor. Also ich bin verheiratet oder nicht. Ich habe Kinder oder nicht. Ich habe nicht eigentlich Kinder oder üblicherweise oder in der Regel. Ja? Ich habe auch nicht beschlossen, dass ich dann doch vielleicht Kinder habe oder ich kann nur beschließen, dass ich welche haben werde. Also alles, was unveränderbar ist, wird nicht mit solchen Ausdrücken formuliert. Wenn Sie das hören, wissen Sie gleich, Schritt zurück,
Ist alles machbar. Das heißt, kein Widerstand im Widerstand. Hören Sie es erstmal an, lassen Sie es aussprechen. Ja? Man kann auch Widerstände zerreden. Hören Sie es an. Ja? Die Quellen von variablen, veränderbaren Widerständen sind eben zum Beispiel Ängste vor Fehlern oder die Sinnfrage ist unklar oder ich fühle mich überfordert oder ich habe schlechte Erfahrungen oder mein Bedürfnis nach Sicherheit, Kontrolle ist irgendwie nicht gut bedient. Es gibt einen Mangel an Klarheit über Ziel und Prozess, mangelndes Vertrauen in die Kompetenz der Führung. Aber das ist nur eine Aufforderung, nochmal nachzudenken und jetzt wirklich ins Gespräch zu gehen. Wichtig ist, dass Sie sich von diesen Widerständen, also überhaupt von Widerständen, nicht beunruhigen lassen. Gehen Sie damit um. Wer mit Widerständen umgeht, der hat es eigentlich geschafft. Das ist die größte Herausforderung. Zum Thema Widerstand. Ich habe Ihnen hier mal kurz ein Modell mitgebracht. Das sind die Veränderungsebenen oder ja, die logischen Ebenen nach Robert Dills. Das ist ein amerikanischer Psychologe gewesen oder ist, ich weiß es nicht. Und der hat mal geguckt, ja, auf welchen Ebenen passiert Veränderung und auf welchen Ebenen leben wir überhaupt und hat diese 7 Veränderungsebenen definiert. Ganz oben Zugehörigkeit. Wir werden in eine Zugehörigkeit geboren, in eine Familie, in eine Stadt, in eine Kommune, in ein Land, in eine Kultur. Daraus entwickeln sich Glaubensmuster, auch unser Weltbild und schließlich entwickelt sich aus diesen beiden Dingen auch unsere Identität. Wir haben natürlich Fähigkeiten, können, wissen, wir tun etwas und der Kontext, die Umwelt ist auch ein Punkt, der verändert werden kann. Das Ding ist, dass Veränderungen meistens bei dem Tun ansetzen, dann vielleicht noch auf Können, Wissen und Fähigkeiten abzielen. Der Hauptwiderstand kommt aber aus den ersten 3 Punkten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das deutsche Bildungssystem oder die deutsche Gesellschaft ist glücklicherweise immer noch so, dass auch ein Kind aus sogenannten bildungsfernen Familien es schaffen könnte, zu studieren. Das ist ja nicht, also muss ja nicht bezahlen, ne? Das ist ja noch möglich. Das ist sicherlich eine Anstrengung, aber das kann gelingen und das gelingt auch. Das Hauptproblem für dieses Kind ist dann allerdings möglicherweise die Zugehörigkeit zu hinterfragen. Das Glaubensmuster. Ne? Vielleicht hat die Familie ja gesagt, was glaubst du denn, wer du bist? Du denkst, du bist was Besseres. Ja? Oder ein Weltbild, Glaubensmuster. Ach, Leute von uns, die kommen nun mal nicht größer raus. Ja? Wir müssen uns damit fest, also einfach arrangieren. Das heißt, dieses Kind muss im Sozialen seine Identität, seine Zugehörigkeit, sein Glaubensmuster überwinden manchmal. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit. Das heißt, es ist durchaus auch gut, in solchen Situationen mal hinzuhören. Da ist es wichtig, dass man gewisse Fragetypen beherrscht. Es gibt Dutzende an verschiedenen Fragetypen, die brauchen Sie nicht. Wenn Sie 4, 5 beherrschen, beherrschen Sie jedes Gespräch, auch jedes Gespräch über solche Themen. Das wäre zum Beispiel ein sehr schönes Thema für Seminare oder Trainings. Keine Veränderung ohne Disziplin. Wie gesagt, die Fähigkeit, mich selbst zu zwingen, etwas zu tun, wozu ich wenig bis keine Lust habe, weil es mir auch fremd ist. Ohne das geht's nicht. Seien Sie ein Vorbild an Disziplin. Vorbilder haben eine große Wirkung und sind auch sehr motivationspflegend. Zum Thema Motivationspflege auch noch so ein Ding. All diese Vorträge und Bücher, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, treiben Führungskräfte, ich würde fast sagen, streckenweise in den Wahnsinn. Meine These, man kann niemand anderen motivieren. Fragen Sie sich mal, welche Tätigkeit Sie mit so viel Begeisterung tun, dass Sie darüber die Zeit vergessen. Und dann fragen Sie mal, wer Sie dazu motiviert hat. Ich liebe Gartenarbeit. Das ist für mich wie eine Belohnung, wenn ich mal einen Tag in meinem Garten rumwüten kann. Ich weiß nicht, woher diese Begeisterung kommt. Ich habe einen Bruder, das interessiert ihn gar nicht. Wir haben die gleichen Eltern. Ich halte das Thema der Quelle von Motivation tatsächlich als möglicherweise eines der letzten Mysterien. Die Astrologen würden jetzt sagen, das sind die Sternenkonstellationen. Ich bin aber kein Astrologe, also für mich ist das nach wie vor ein Mysterium. Was Sie tun können, ist schon im Einstellungsgespräch herauszufinden, ob die richtige Motivation vorliegt,
und dann zu gucken, wie sie diese Motivation pflegen und entwickeln. Und natürlich können sie durch falsche Führungsarbeit vorhandene Motivation reduzieren und beschädigen. Diese Macht haben sie. Sie können mit vorhandener Motivation positiv und negativ umgehen. Aber sie können sie nicht herstellen. Was demotiviert, ist klar, wenn sie aggressiv mit ihren Leuten umgehen oder wenn sie aggressiven Umgang zulassen, nicht nachvollziehbare Entlassungen, ein Riesenproblem für die Motivation derer, die nicht entlassen werden. Darum gibt es inzwischen auch schon Bücher zum Thema Entlassungsmanagement. Das finde ich sehr sinnvoll. Jede Form von Unberechenbarkeit und Regellosigkeit seitens der Führung, Ungerechtigkeit, Unfairness, Gleichmacherei, Sinnlosigkeit und Maßnahmen zur Motivationspflege, die nichts mit den Werten der betreffenden Person zu tun hat. Da könnte ich jetzt auch einen eigenen Vortrag halten. Aber definitiv wird ein Broker an der Wall Street durch andere Dinge motiviert als ein Altenpfleger in einem Altenpflegeunternehmen. Andere Motivationslage. Unterdrücken von Kontroversen ist ein Riesenproblem. Es gibt keine menschlichen Beziehungen ohne Kontroversen. Es gibt kein Miteinander ohne Kontroversen. Versuchen Sie, eine Kultur der Kontroversen zu installieren und auch selber in sich zu entwickeln. Das ist übrigens auch die beste Prävention gegen Konflikte. Konflikte ist eigentlich das Ergebnis für lang anhaltend unterdrückte Kontroversen. Konflikte sind auch das Ergebnis von enttäuschten Erwartungen, die eben nicht verhandelt wurden, die auch nicht kontrovers verhandelt wurden. Eine Kontroverse ist ganz wichtig. Wir nehmen, weil die meisten, wie gesagt, Matcher sind, schon eine Kontroverse als Problem wahr, weil eine Kontroverse heißt, wir sind gerade nicht eins. Wenn ich aber ein Matcher bin, dann habe ich da ein Emotionsthema. Wir möchten doch alle uns lieb haben und einer Meinung sein. Das geht aber nicht. Interne Konkurrenz statt Kooperation und Wettbewerb ist auch etwas. Es gibt durchaus Situationen für externen Vertrieb zum Beispiel, ist ein gewisses Konkurrenzverhalten vielleicht in Ordnung. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen Konkurrenz und Wettbewerb. Wettbewerb heißt wie beim Sport, ich konzentriere mich darauf, als Erster ins Ziel zu kommen. Und Konkurrenz heißt, ich boykottiere die anderen, ja, nach rechts und links schlagen. Also dieses Beispiel vom letzten Mal, wo Adidas für 150 Millionen Dollar den Wettbewerber Nike aus dem Feld schlagen wollte, das war Konkurrenzverhalten. Hätte er sich darauf eingelassen, wer macht den besten Werbetrailer, dann wäre das ein Wettbewerb, ja, aber mit sportlicher Fairness. Was pflegt die Motivation, liegt dann auf der Hand. Begeisterung ist das Herz der Motivation, also genau das Gegenteil. Gerechtigkeit, Berechenbarkeit, professioneller Umgang mit Lob, Kritik, Wachstum, Lernen, Kontroversen, Ehrlichkeit und professionelles Entlassungsmanagement. Jetzt sind wir in der Zeit schon ein bisschen. Ich will Ihnen vielleicht einfach nur noch mal eine Literaturempfehlung geben über das Thema Angst ist der Veränderungskiller Nummer 1 von dem Amerikaner Alan Deutschmann. Der hat ein Buch geschrieben, Change or Die. Die haben es auch in der deutschen Übersetzung so gelassen, weil die Übersetzung ist ein bisschen heftig. Ändere dich oder stirb, heißt das übersetzt. Und da erklärt er eben, ja, dass diese übliche Art, ja, mit Fakten Angst zu erzeugen und dann mit Druck draufzugehen, eine Erfolgswahrscheinlichkeit von maximal 10% hat. Wesentlich besser mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 70%. Das heißt, Sie merken schon, 100% Erfolg hat nichts zwingend. Ist eben Relate, Reframe, Repeat. Das heißt, in Beziehung zu gehen, Dinge nochmal neu zu betrachten, reframe, und dann das neue Verhalten durch Wiederholung, repeat, sozusagen als neue Routine zu installieren. Sie bekommen ja den Vortrag, da können Sie es gerne nochmal durchlesen. Das heißt, Wiederholung ist wichtig, um den alten Autopiloten durch den neuen zu ersetzen. Und energiesparende Routinen zu installieren, bedeutet Geduld und betreutes Arbeiten. Wenn Sie bei Ihren Mitarbeitern eine neue Routine installiert haben, können Sie sich zurücklehnen. Routinen halten sich selbst am Laufen. Natürlich müssen Sie auch gucken, Ideen und Kreativität. Da gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel die Walt Disney Methode. Fragen Sie sich ruhig mal, es gibt zum Beispiel einen Fragetyp, das ist die sogenannte Feenfrage oder Wunderfrage. Angenommen, hier wäre eine Fee
und die würde dir einen Wunsch erfüllen, also die Realisierbarkeit des Wunsches, musst du dir keine Gedanken machen, was würdest du dir wünschen? Das heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen fürs Träumen, weil das Träumen die wichtigsten Ideen schafft, was natürlich in der Krise wichtig ist. Wir brauchen neue Ideen. Also Wunderfrage heißt auch, wenn ich nicht scheitern könnte und alle Unterstützung bekäme, was würde ich jetzt anders tun? Wenn Sie kreative Runden machen mit Ihren Mitarbeitern, dann stellen Sie sich bitte um einen runden Tisch drumherum. Im Stehen arbeitet unser Gehirn am besten. Und die runde Variante ist immer etwas, was auch sozial positiv wirkt. Nicht ohne Grund gibt es hochinteressante Gespräche, wenn die Raucher draußen im Kreis stehen, die verbrüdern sich und da gibt es inspirierende Gespräche. Also ich habe Kunden, die sind Kreativfirmen, die haben sich tatsächlich einen runden Tisch, einen Stehtisch angeschafft und machen früh morgens ihre Kreativrunden, da kommt richtig was bei raus und vor allem, es dauert auch nicht so lange. Wenn ich mich hingesetzt habe, heißt das evolutionär, ich sitze am Feuer, alles ist vorbei, der Kampf ist gelaufen. Aber wenn ich mich hinstelle, sagt unser Gehirn, aha, jetzt geht's hier um was. Der will offensichtlich laufen und pumpt nochmal richtig Sauerstoff rein und Nährstoffe. Da können wir gut arbeiten. Also stehen Sie am, und übrigens wollen wir auch nicht lange stehen aus diesem Grund. Das heißt, jeder beeilt sich, zum Punkt zu kommen, um sich wieder hinsetzen zu können. Wenn Sie kreativ sein wollen in Ihrem Team, ist ein runder Stehtisch ideal. Bleiben Sie stehen und diskutieren Sie da. Das nur mal als unterstützendes Setting. Aber Sie merken schon, ich könnte hier zu jedem Punkt sehr viel mehr sagen. Das ist eigentlich auch eher, dass Sie eine Ordnung mitkriegen. Und deshalb fasse ich auch nochmal die 12 Punkte zusammen. Was ist der entscheidende Erfolgsfaktor? Am besten mit einem Satz. Das Verhältnis von Stabilität und Veränderung auszutarieren, Routinen zu managen, alte überprüfen, neue installieren. Frage Best Practice oder Next Practice, multifunktionale Überlastung in KMO oder aber Synthese von Arbeitsteilung in großen Unternehmen. Was ist der Punkt, was ist das Beste, um durch die Krise zu kommen? Meinen Führungsstil zu definieren und zwar in Abhängigkeit von der Persönlichkeit des Unternehmens. Metakonzepte genau positionieren, das heißt Menschen entsprechend ihrer Metakonzepte auf den passenden Arbeitsplatz zu setzen. Es hat Wahnsinnswirkung nebenbei. Die magischen drei für das Thema Mitarbeiterführung, also an der Beziehungsfront Ruhe zu halten, damit Aufmerksamkeit sich auf die Arbeitsaufgaben konzentrieren kann. Das brauchen Sie in der Krise, das brauchen Sie immer, aber da besonders. Erfolg verändern und ein gelassener, professioneller Umgang mit Widerstand, Disziplin und Geduld. Predigen Sie das, ohne das geht's nicht. Motivationspflege, statt sich unter dem Druck zu begeben, motivieren zu müssen und Maßnahmen Kreativität zu fördern. Das sind eigentlich 12 Punkte. Jeder einzelne kann vertieft werden. Und jetzt bin ich auch an dem Punkt, wo ich die Frage aus dem letzten Seminar, aus der letzten Vorlesung, Seminar, Workshop nochmal zusammenfasse. Was sind die Freunde in der Krise? Um diese 12 Punkte gut zu meistern, haben Sie alles, was Sie brauchen. Das sind Ihre Freunde. Das Gehirn, speziell der Hippocampus. Ernähren Sie sich gut. Achten Sie darauf. Sie haben ein tolles Instrument von der Natur mitgekriegt, aber das will gepflegt werden. Fähigkeit zur Selbstreflexion bezüglich Annahmen und Interpretationen. Kontrolle über die eigenen Emotionen, das heißt Macht über sich. Eine Haltung zur Krise zu sagen, ich freue mich, weil jetzt zwingt sie mich tatsächlich zu Reifeprozessen, das ist gut. Ich schaffe jetzt also das Fundament für zukünftige Erfolge. Eine ganz klare Sinndefinition für sich selbst als Unternehmerin, als Unternehmer, für ihr Leben. Ihr Unternehmen ist ein Instrument, um ihre ganz individuelle persönliche Vorstellung von ihrem Leben umzusetzen. Und das müssen Sie formulieren können. Was ist denn der Sinn in meinem Leben? Das gibt Ihnen Ordnung im Denken. Und das Thema Routinenmanagement. Das heißt, Fähigkeit zum Umgang mit sich selbst ist die Grundlage dafür, dass Sie eine Fähigkeit zur sozialen Interaktion mit anderen bekommen. Und die wiederum ist sozusagen im vierten Teil des Vortrages das, worum es uns geht. Zum Schluss noch ein Zitat von Steve Jobs, der einmal sagte, alles um dich herum, dass du das Leben nennst, wurde von Menschen gemacht, die nicht klüger waren als du selbst. Limitiere dich also nicht.
Das ist das Beste überhaupt. Es ist viel mehr möglich, als man glaubt. Konzentrieren Sie Ihre Gedanken nicht auf Probleme im Sinne von, ach, das geht nicht und da ist eine Schwierigkeit. Denken Sie an Nike. Du hast keine Chance. Nutze sie. Es geht. Ja, in diesem Sinne, ich habe ja gesagt, ich hätte auch für 1,5 Tage oder für 1,5 Wochen Stoff bei diesen Themen. Ich hoffe, Sie haben eine grobe Orientierung. Und ich möchte auch noch mal auf etwas hinweisen. Sie sehen hier, wenn Sie das mitkriegen, jede Menge Links zu bereits vorhandenen Vorträgen, wo Sie vertiefend sich Wissen holen können. Das heißt, die habe ich schon mal an der IHK gehalten, die wurden aufgezeichnet und stehen nach wie vor zur Verfügung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.